Leute, es geht die Spider-Kiste, Enki mit John Shadow und seiner Freundin wieder unterwegs. Schön, dass man das mal wieder klappen tut. Wir haben uns schon lange kein Display gemacht, wisst ihr. Ja. Irgendwann bekomme ich auch Mario Kart 64, aber ich weiß noch nicht wann. Ich finde es der beste Mario Kart Teil. Weil der Wario sich so und die anderen sich so geil anhören. Aber ich habe ja gehört, dass du das Tomtendo deabonniert hast. Ich glaube, da bist du, Johnny. Ich glaube, da bist du der Einzige, der ihn dir abonniert hat. Ja. Aber Skygap verliert sehr viele Abos. Von 401.000 auf 388. Ja, das Wie, hat er. hast du auch schon mitbekommen, ja? Ja. Wie schon, warum? Nee. Wissen wir nicht, warum. Nee. Du hast den früher auch gemocht, den Sky Guy. Ja. Magst du ihn jetzt immer noch oder nicht so? Warum bist du auch der Meinung, dass er Kinder verarscht? Nee? Stell mal vor, der würde sagen, du verarschst. Also, stell mal vor, er würde zugeben, dass er Kinder reinlegt. Aber ich glaube, das haben nur seine Hater. Kennst du einen YouTuber, Mark Menzel? Der ist so lustig drauf, aber der hat auch sehr viele Feinde. Also, ich will nicht so viel über ihn erzählen, weil er nämlich seine Ansagen gegen den YouTuber macht, wenn jemand Gegenanzeige gegen ihn macht, und das möchten wir nicht erlauben. Deshalb sage ich nur, dass Mark Menzel eigentlich noch, nach meiner Meinung, ein YouTuber besonderer Art ist. Der hat ja auch ich glaube, der hieß. Was mit P? Fällt es nicht in. Nee, Revenant, kennst du den? Ja. Gegen den hat er Ansage gemacht. Und gegen. Ach, wie hieß der andere? Der hat so ein Nussknacker-Bild, der YouTuber. Wie ist für den meine? Kennst du so einen großen? Nee. Gegen den hat. It's Assi TV, wie heißt er? Kennst du den? Ja. Den hat auch Ansage gemacht. Also ich meine ja bloß, also der war auch schon weit hier eh drin, also er hat so eine Doku drin. Ja. Weil ich will ja. Ja, du hast also wie es nicht Wasser hat, aber ja, du hast seine Eigenschaften, dass er in meiner Sendung drin war. Aber welcher weiß ich jetzt nicht. Nach meiner Meinung finde ich ja Mark Menzel ganz in Ordnung. Ich meine, jeder hat seine Probleme, oder nicht? Ja. Aber es gibt ja auch Skyguy da viele Hater. Mark ist ja nicht der Einzige. Skyguy wird ja auch von, ach, wie hieß der? Ach, wie hieß denn der mit R, glaube ich, an dem Webcam, den er gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn's halt wartet nicht, nee. Muss man nachgucken. Er hat nämlich auch gegen Skyge so einen Hater-Song gemacht. Der heißt Fat Guy and All. Kennst du den Song? Ja, das war Reportage. Genau, den meine ich. Ah, verstehe nicht, wer Buttaschen den so hassen tut. Ich meine, konnte ich ihn da verklagen, wenn er Kinder gut laut. Ist das ein gutes Recht oder nicht? Darf er nicht einfach verklagen? Warum darf er das nicht? Aus vielen Gründen. Naja, wenn er so einen Hater-Song macht. Der muss ihn da wirklich nicht leiden, wenn er so etwas gemacht hat. Hatte man mit Sky irgendwie Probleme gehabt in einem Video? Wisst ihr was davon? Nee. Nicht, dass er mit Sky mal gestritten hat oder so, der Webportagen. Also nicht, dass er mit Sky mal gestritten hat, also. Beef hatte, wie man den nennt, man das so oder nicht.
Halt, wäre gut, mal nochmal eigentlich das Places machen, aber ich weiß nicht, ob der Bahnhof noch offen bleibt, weil im Bahnhof in Seehausen ist der Boden in schlagen, die Scheiben. Da wollte ich mal reingehen, aber ich weiß nicht, ob ich da rinkomme, weil der Anstieg so hoch ist. Nicht, dass ich da nicht mal rauskomme. In der Mühle würde ich rinkommen, aber da ist der Anstieg so klein. Da weiß ich nicht, ob ich da wieder reinkommen würde, ja, nicht mal rauskommen, glaube ich. Weil rauskommen ist schwieriger, also wäre in der Altenbäckerei in der Mühle reingegangen. Deshalb vergesst man am sagen heute in der Arensee zum Lost Places machen. Arensee geht's ohne Location, die ich immer besuchen will. Mach nämlich nicht nur Screenshots, ich mache auch eigene Lost Places. Aber Skyguide hat wirklich sehr viele Diabos bekommen, ey. Also läuft der Bände hinten überhaupt nicht gut, ey. Über 10.000 hat er schon verloren, das ist schon Wahnsinn. Das große Typer. 500.000 sind auch Session bekommen, oder nicht? Wie ist das davon? Ne. Ein Playbutton oder so? So. Hat doch jeder bei 500.000. Ich würde es ja geil, wenn wir einen Playbutton bekommen, könnte bei bestimmte Videoanzahl. Das wäre auch geil. Das würde ich richtig schön finden, wenn man da einen Playbutton bekommen würde. Meine Wiese ab 5000 oder 10.000 Videos. Ab 5000 wäre gerne weit entfernt. 3000 habe ich ja. Ne, 4000 nicht, 3000 habe ich schon. Dass ich noch 93 Videos mehr mache. Schon geil, also muss ich sagen. Das heißt immer, Nintendo spielt Spiele für kleine Spiele, hast du mal gesagt. Ja. Aber er hat doch Little Nightmares gespielt jetzt. Hat er auch gemacht. Oder I oder Outlast hat auch gezockt. Alle auf der Switch. Crazy Fan ist auch Nintendo nicht so richtig. Er hat die 5, aber er spielt damit nicht so oft. Kennst du den YouTuber namens Twoplay? Nein. Der hat 300 Mario Maker Parts von nur den zweiten Teil. Der suchtet richtig, ey. Sie wissen nicht, wie man das so suchten kann, ey. Und vor allem musste man Ende geben, weil. Und vor allem haben die Leute keinen Bock mehr auf Level zu bauen. Eine krasse dann an Twoplay ist, er spielt nur die Online-Level, er baut keine eigenen Level. Ich finde, besonders am Mario Maker ist, dass man sich eine Level bauen tut. Muss ich mal so sagen. Ich finde das einzigartig, also mit den Level bauen. Online kann man immer wieder spielen. Eine Level bauen ist der Geile daran. Da wollt ihr ohne Switch haben, aber kriege ich ja nicht. Sonst hätte ich auch Mario Maker 2 geholt. Was hast du, hält Nintendo in PlayStation gut oder schlecht aus? Nintendo gegen PlayStation, ja. In Sony. Schlecht. Ja. Ja. Eine Banane. Also bist du der Meinung, dass die Switch nicht so viel Erfolg hat? Wie Sony? Naja, okay, die Switch macht sehr viele Kinderspiele, da muss ich zugeben. Also macht auch zu viel. Sowas wie Animal Crossing oder so. Ja. Ich muss sagen, Animal Crossing ist wirklich babyhaft, also muss ich sagen. Das ist ja wirklich voll das Babyspiel, also. Da muss ich mir den Kopf schütteln. Gibt's ja viele Fans davon, aber nee, ich bin, ist auch nicht so meins. So, da war mal kurz ein Cut.